宋祖英维也纳金色大厅独唱音乐会，由中国烟城冠名播出。Namens der Stadt Wien und auch namens des verwöhnten Wiener Musikpublikums, den in China derzeit populärsten Star der chinesischen Volksmusik, die gefeiertste Sopranistin Chinas im Goldenen Saal begrüßen zu dürfen. Ta chang ge biao yuan, fei chang dong fang, fei chang zhong guo, wei wei ye na.为西方音乐带来一片东方的彩霞，我荣幸地代表维也纳市长、维也纳市政府和全体最重视喜欢音乐的维也纳市民，对宋祖英表示热烈的欢迎，祝今天晚上的演出圆满成功。Healthy welcome. 大家好，这里是维也纳的金色大厅。将在这里举行的是宋祖英个人独唱音乐会，这也是中国音乐家第一次在这个音乐的圣殿里举办个人音乐会。我很荣幸地出任今天音乐会的主持人，我是杨澜。我也很荣幸地介绍我的搭档，奥地利国家电视台资深的节目主持人 Dieter Schmeiler 先生。Dankeschön. Das war das Einzige, was ich verstanden habe jetzt. Dieter Schmeiler, meinen Namen. Wieso hat man Herzklopfen, wenn man daran denkt, nicht nur so viele wunderbare Gäste hier im Goldenen Saal des Musikvereins, sondern mögliche na, 250 Millionen an den Fernsehschirmen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich Frau Yang Lan begleiten darf.Und Sie begleiten darf durch dieses Programm. Sie ist eine der renommiertesten Fernsehjournalistinnen, mittlerweile auch Produzentinnen seit vielen Jahren. Sie ist auch Botschafterin in Sachen Olympia 2008 in Beijing. Und mit ihr gemeinsam wollen wir diesen großen Abend einer großen chinesischen Künstlerin begleiten. 担任今晚音乐会伴奏和合唱的是奥地利人民歌剧院交响乐团和合唱团。那么宋祖英将要带给我们的第一首歌曲在中国可以说是家喻户晓，那就是茉莉花。Die Jasminblüte, damit wollen wir das Programm heute Abend hier beginnen. Aber es fehlt doch noch jemand. Es fehlt jemand, der seine musikalischen, seine Studienwurzeln auch in dieser Stadt hat. Es ist der Mann am Dirigentenpult. Begrüßen wir gemeinsam Li Xintao, jetzt noch auf Englisch. So now, ladies and gentlemen, please give your hands to Mr. Li. Thank you. Die Jasminblüte.Thank you.
wonderful. Es duftet nach Jasmin nach diesem ersten Lied. Große Verbeugung, großen Respekt und Riesenfreude über Ihren Besuch. Song Zu Ying, herzlichen Dank. Wir hören noch viel von ihr heute Abend. And you know, a Jasmine girl is not only delightful, but also can be very hot. Sun Zu Ying is from Hunan province, where people literally eat every meal, including their breakfast, with hot chili. So we call the girls there spice girls. I guess they are spicier than their counterparts in Britain. Das also waren die ersten Spice Girls. Das habe ich mich lang gefragt, woher die wirklich kommen. Jetzt weiß ich es aus China. Man kann also davon ausgehen, auch bei einer gewissen übersetzerischen Unschärfe, es kommt etwas Scharfes, etwas Gepfeffertes. Ich freue mich, dass das in der traditionellen chinesischen Musik möglich ist, möglich war. Ein gepfeffertes Lied, a spicy song. That's right. So Spice Girl is the next song that Madame Sun Zu Ying will present to us. And this is actually the song she sang at the opening ceremony of the 2002 World Cup Football Games in Korea. Ja, und das Lied heißt Das scharfe Mädchen. Now, ladies and gentlemen, 女士们、先生们，请欣赏《辣妹子》。Like it.
kann mir nicht vorstellen, dass man mit so viel Gewürzen singen kann, noch überhaupt. Da kommen kleine Flammen normalerweise heraus. Can you imagine to sing with such a lot of chili, for instance? Don't ask me. Yeah. Ask her later. Okay. But what I can tell you is Sun Xueying's legend. The legend is about a girl born into a rural mountain village who sang all her way up to the town, to the province, to the nation, and then to the world. But what she always bears in mind is the little bamboo rucksack or the basket on her mother's back. Her mother took her in this rucksack while she worked in a tea garden on the mountain. So the next song, Little Rucksack, is a song dedicated to the mother, to the childhood. And this was actually the song which made her first known to the national audience in China. Es gibt ein Wort, das offenbar aus Österreich die ganze Welt erobert hat, Rucksack. Das haben wir alle verstanden. Rucksack, so wie Kindergarten, Teegarten, habe ich auch verstanden. Rucksack, da drinnen ist sie als, wie sagen wir in Österreich, als kleines Pinkerl vom Land in die Stadt. Und dann gab es diese Riesenkarriere. Sie haben das alles jetzt vernommen. Und es geht also jetzt um das Lied vom Rucksack. 所以呢，接下来这首歌曲也是宋祖英的成名作，请欣赏《小背篓》。 多少思念，多少情，妈。
my story. Before the age of 15, Sun Zuying didn't receive any formal music training. Her natural talent led her into one of the top music conservatories in China, where she became a student of Professor Jing Tieling, one of the most renowned vocal experts in China. And today we're fortunate to have him with us. 女士们、先生们，今天宋祖英的老师金铁霖教授也坐在观众席中，让我们对他表示敬意。Respekt, Verbeugung, Bewunderung für Professor Jing Tieling. Heute unser Gast.Ein Eckpfeiler in der Karriere unseres Stars dieser Nacht. What's next? Well, the next two songs are from a modern Chinese opera, which is called The Red Coral. It's a story of a poor fishing girl who fought against all adversities for her dream. And the coral is a symbol of beauty and persistence. Zwei Lieder stehen jetzt auf dem Programm. Das erste trägt den Titel...Ins Deutsche übersetzt, der Seewind weht und man ist traurig. Und das zweite Lied trägt den Titel Ode an die Korallen, die hier als Barriere gegen die Fairnisse des Schicksals verstanden werden. 接下来宋祖英将演唱的是歌剧《红珊瑚》的选段《海风阵阵愁煞人》以及《珊瑚颂》，请欣赏。Guten Tag.
tell us something about Miao. What's that? Okay, Song Zhuying is of the origin of an ethnic group in China, which is called Miao. It has thousands of years of musical tradition. Actually, young people there pick up their lover through spontaneous singing. If you fail to sing back with witty words, you probably fail to find a date. Aber wer nicht wirklich gescheit singen kann, hat keine Chance mit den Frauen, glaube ich. And later on, Song Zhuying will come out in a traditional Miao costume. I think the most remarkable thing is the silver decorations. It's almost a trademark for this ethnic group. It's passed from mothers to daughters generation after generation, and they are very heavy. They can be as heavy as 3 kilograms. Also ein Markenzeichen der traditionellen Kleidung des Outfits der historischen Region Miao ist dieser Silberschmuck, der von Generation zu Generation weitergegeben wird und der wiegt bis zu 3 Kilogramm? Ja. 3 Kilogramm, also das ist irgendwie eine hübsche Idee, wie man schnell abnehmen kann, wenn man den runternimmt. So eine Art Crash-Diet. Ja, 3 Kilo verloren, nur dadurch, dass man den Schmuck runtergegeben hat. I guess you're right. 接下来请欣赏今日苗山歌最多以及龙船调。 Thank you.
Dann können wir denen vielleicht noch einen Applaus schicken, den Burschen, die das alles auf sich nehmen wollen. Bei jeder Gelegenheit wird gesungen und wenn man all die Lieder zusammenrechnet, dann sind es mehr, als es Sterne am Himmel gibt. Und wenn man sie nacheinander singen würde, dann wären sie länger als alle Flüsse der Welt. Fliegende Lieder, versuche ich es einmal zu übersetzen, jedenfalls könnte man auch sagen, Lieder gehen um die Welt als deutschen Titel auf Chinesisch und auf Englisch. 那么接下来呢，就请大家来欣赏《大地飞歌》。Dankeschön. Thank you.
sprechen wir über das einzige Bauwerk, das man auch aus dem Weltall sehen kann. Sie wissen es, The Great Wall, die chinesische Mauer. Da gibt es jede Menge interessanter Mythen, Legenden, Geschichten und auch Lieder. There is a song dealing with the Great Wall. That's right. The song is by the name of Meng Jiangyu. Actually, it's the name of a village woman, a country woman. You know, 2,000 years ago, the first emperor of China, Qin Shi Huang, mobilized hundreds of thousands of people to start to build the Great Wall. Meng Jiangyu lost her husband, who labored to death, and thousands of others. She cried so much that her sorrow touched heaven and earth, and a part of the Great Wall fell so that she could find her husband's body. So it's a very sad story. And even today, if you visit the starting point of the Great Wall by the sea, you can still find her statue. What's her name again? Meng Jiangyu. Meng Jiangyu. Bitte, Bühne frei. Yeah, so actually she tells the other side of the story. Mm-hmm. Yeah. And so now, ladies and gentlemen, we greet the conductor again. Yes, before we start this song, Meng Jiangyu, let's once again give our hands to the conductor, Mr. Li Xingtao.
不到长城八百里，只见白骨满青山。不到长城八百里，只见白骨满青山。Worum geht es denn immer in der Musik? Also ich glaube seit Jahrtausenden um ähnliche Themen, eigentlich um eines. Um eine leidenschaftlich ersehnte Liebe, um eine, die man gerade erwischt hat und sehr, sehr oft um eine, die man verloren hat. Aber Liebe, das ist das Kernthema der Musik. It's the core of the music. Love. That's right. And the next song is compared, in the next song compares the loved one with Dama Flower. Unfortunately, I've never seen Dama Flower myself, but I was told that it's kind of flower that blossoms in Tibet. Also eine tibetische Pflanze, eine Blume, die Dama heißt. Ich habe gerade nachgeschaut, das ist eigentlich ein Heilkraut. It's a medicine. Sometimes medicine helps. For love is the medicine. Yeah. Love is the medicine. Yeah, that's what I wanted to say, of course. Yeah. Der deutsche Titel, meine Liebste ist wie eine Dama-Blume, mm-hmm. auf Chinesisch. 接下来的这首歌曲是《心上人像达玛花》，请欣赏。
has happened in China during the past two decades was nothing short of a miracle. Living a better life has become a common aspiration for the whole country. So we call it good days, not good old days, but good current days. I don't know how to translate that. Okay. We're talking about the good days, uh-huh. Auf Deutsch, schönes Leben, auf Chinesisch. Schönes Leben? Schönes Leben. Schönes Leben. Okay. Okay. Chinesisch? Yeah. 好，接下来呢，请欣赏嘛宋祖英的另外一首成名曲《好日子》。
please? What's the name of the next song? Let me try. Heidi Roslin. Is that close? Mong Jong-min. We can start some language school afterwards. That was no applause, that was sympathy. Das war mehr Mitleid als Applaus, ja? Für Heidi Roslin. Bitte, können wir das mit beiden Händen probieren? Ja, danke schön. Danke schön. Heidi Roslin. Thank you. 接下来这首歌曲呢叫《野玫瑰》，据说它是根据大文豪歌德的一首诗来谱写的。在这首诗中呢，描写了一个男孩子在荒野中遇到了一朵可爱的玫瑰，他想摘它，却又怕被刺伤到，而玫瑰则对他说，让我的刺伤害你吧，这样你会永远记得我。这首歌曲呢，宋祖英将用德文为大家演唱。 Sie spricht wunderbares Chinesisch. Gratuliere.One rose. I guess the song has been taken away. let's come to the next two songs. That's right. And she will sing the next two songs continuously. The first song is called Lantern on the Mahjong Tree. This is a folk song dedicated to the loved one who is far away. And the second song is a patriotic one called We Love China. Lassen Sie mich eine Anmerkung dazu machen.In China leben nach meinen Informationen auf knapp 10 Millionen Quadratkilometern 56 verschiedene Nationalitäten. Das schlagen wir heute. Das ist das Symphonieorchester der Wiener Volksoper. Ein wahrhaft internationaler Klangkörper. 15 different nationalities among them.接下来呢，请欣赏《马桑树儿搭灯台》以及《爱我中华》。
Thank you.
They have been so articulate in every word. Es gibt noch ein Lied, das stammt aus einer Operette eines Österreichers, Karl Zeller, der Vogelhändler, The Bird Trader, würde ich sagen. Und das ist ein Liebeslied an eine Dame, die bei einem staatlichen Unternehmen angestellt ist. Hast du schon eine Ahnung? Es geht um die Crystal von der Post. Please say yourself. Okay, inspired. By our extraordinary choir, I will try this. Ich bin die Crystal von der Post. And it joins. 我是邮局的克里斯特，是接下来宋祖英再次用德语演唱的一首歌曲。这首歌曲非常的诙谐和幽默，同时兼有圆舞曲的风格。
结束了，再次感谢您的光临和收看。我们也预祝有更多的中国艺术家能够走向世界，走向更广阔的舞台。谢谢您，再见。